Okay, der Wecker klingelt, also ist es Zeit aufzustehen. Was für ein Tag ist heute? Oh, ich hab's ja völlig vergessen. Heute ist Halloween. Das ist eine gute Nachricht. Es wird Zeit für ein paar schreckliche Streiche. Zuerst brauchen wir einen Luftballon, ein weißes Tuch und einen schwarzen Marker. Schaut mal, das sieht aus wie ein echter Geist. Ich habe selber nicht erwartet, dass das so cool aussehen würde. Diesen Geist werden wir in Mias Zimmer aufhängen. Ach, die schläft noch, das ist meine Chance, ich darf keine Minute verlieren. Den Geist lasse ich hier direkt vor ihrer Nase. Und das ist noch nicht alles. Ich habe hier ein paar coole Handschuhe vorbereitet. Und jetzt bleiben noch diese Murmeln, die ich einfach auf ihrem Boden verteilen werde. Ach ja, und nicht vergessen, wir brauchen noch schön viel Slime. Der sieht gut aus, so richtig eklig. Wenn sie erstmal hinfällt, soll sie schön in diesem Slime landen. Ach ja, und statt der Tür möchte ich, dass sie nur noch eine Wand sieht. Was ist das denn? Das ist ja ein Geist. Na, dass du wegkommst. Okay, das ist kein echter Geist. Moment mal, was ist mit meinen Händen passiert? Oh, wartet mal, das sind auch nur Handschuhe. Okay, alles klar, das sind alles nur Halloween-Streiche. Moment mal. Oh, was ist da auf meinem Gesicht? Boah, dieser Tag hat ja echt blöd angefangen. Was? Wo kommt die Mauer auf einmal her? Das ist doch so eine Art Wahnsinn. Hallo Mia, Happy Halloween. Na warte, Susie. Es wird Zeit, dass ich mich räche. Und ich weiß auch schon, mit welchem Streich ich das machen werde. Ich brauche einfach eine Tischplatte. Da mache ich ein Loch in die Mitte. Jetzt kommt noch schwarzer Stoff drüber. Da mache ich auch ein Loch in die Mitte. Und darüber einen riesigen Popcorn-Eimer. Davon schneide ich den Boden ab. Super, jetzt kommt da mein Popcorn rein. Wir haben es auch schon fast geschafft. Na, was sagt ihr zu meinem Halloween-Make-up? Jetzt erschaffen wir noch gruselige Atmosphäre durch einen guten Horrorfilm. Und durch das passende Licht. Von nun an seid still. Schaut einfach zu und ich verstecke mich unterm Tisch. Oh, ein Horrorfilm. Ist ja voll cool. Den muss ich mir ansehen. Ah, Popcorn, cool. Was ist das denn? Muss ich mir wohl eingebildet haben? Ah, mein Finger! Wer ist das denn? Was für ein Monster steckt da drin? Ich bin's. Ach, du meine Güte, nichts wie weg hier. Tut mir leid, Mia, aber jetzt werde ich mich definitiv rächen müssen. Für meinen nächsten Streich brauche ich so eine Gummihand hier. Die sieht genauso aus wie eine echte. Und ich brauche meinen Werkzeugkasten, und zwar diese Bohrmaschine. Es wird Zeit, dass ich noch mein Haus ein bisschen dekoriere. Aber wie soll ich das machen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Oh, du kommst aber rechtzeitig. Schau mal, ich habe eine Bohrmaschine. Das haben wir gleich ratzfatz geschafft. Atschi! Oh nein! Ich habe meine Hand durchbohrt! Susie, was ist mit dir passiert? Oh Mann, ich glaube, mir wird schlecht. Hilfe? Ah, sie ist drauf reingefallen. Was? Hä? Ist das Susies Hand? Oh, die ist ja gar nicht echt. Die hat mich schon wieder reingelegt. Na gut, dann wird's für mich Zeit, dass ich mich räche. Für diesen nächsten Prank mache ich mir eine Glatze. Und darüber setze ich diese Gehirnmaske hier. Sieht schon mal nicht schlecht aus, aber hier fehlt noch ein bisschen was. Und zwar Blut. Dafür nehme ich mir rote Farbe und tupfe dieses weiße Verband da rein. Und jetzt wickle ich es vorsichtig um mein Fake-Gehirn. Sieht gruselig aus, oder? Jetzt muss ich noch eine Perücke aufsetzen. Susie wird nichts ahnen. Steht mir doch, oder? Ach ja, das Schild natürlich nicht vergessen. Das kommt hier auf den Rücken. Jetzt muss ich Susie finden. Hallo Mia, schau dir den Horrorfilm mit mir an. Ich hoffe, sie wird darauf reinfallen. Das wollte ich schon länger mal machen. Was ist das denn? Habe ich hier etwa die Haut abgerissen? Ach du meine Güte! Yeah, die ist voll drauf reingefallen.
Süßes oder Saures? Hier kommen die ersten Gäste. Bitte sehr. Hey, du hättest hier nur ein paar Bonbons nehmen sollen, nicht gleich die ganze Schüssel. Na gut, dem werde ich eine Lektion erteilen. Für den mache ich nämlich ganz besondere Schokoeier. Und zwar aus echten Hühnereiern. Einfach nur mit Schokolade überziehen und verpacken. Sieht toll aus. Süßes oder Saures? Ach, du schon wieder. Bitte sehr, ich habe dir was vorbereitet. Mal sehen, wie dir das gefallen wird. Ja, was für ein Fang. Yeah, ich liebe diese Kinderüberraschungseier. Oh, das sind ja rohe Eier. Ist ja mega eklig. Streichespiel macht so viel Spaß. Jetzt geht's weiter mit einem Kürbis. Das ist das ultimative Halloween-Symbol. Der Kürbis hat schon ein Gesicht. Jetzt kommen da noch ein paar Kerzen rein. Und diesen Kürbis stelle ich jetzt einfach unter Susies Bett. Wenn sie gerade nicht da ist. Ich muss mich beeilen, bevor sie kommt. Toll. Und jetzt brauche ich noch diese Schuhe und etwas rote Farbe. Die Farbe kommt auf die Sohle, denn damit werde ich jetzt blutige Fußabdrücke auf dem Teppich hinterlassen. Oh, sieht toll aus. Nichts wie weg hier. Oh, das war ein anstrengender Tag heute. Ich bin müde. Ich muss mich entspannen. Was ist das denn? Habe ich da etwa Blut auf dem Teppich? Du meine Güte, wer ist denn da unter meinem Bett? Oh no! Steig sofort da raus! Haha, du bist echt drauf reingefallen. Nein, das ist gar nicht witzig und ich bin gar nicht drauf reingefallen. Mach, dass du wegkommst, Mia! Haha, du hast nicht getroffen. Ich hab doch nur einen Scherz gemacht und schon wirft die mit einem Kissen nach mir. Ich werde mich rächen müssen. Dafür nehme ich mir dieses schneeweiße Handtuch, lege es auf den Boden und hinterlasse ein paar blutige Handabdrücke. Ich habe festgestellt, dass das Susie ganz schön viel Angst macht. Genau diesen Effekt strebe ich auch an. Super. Das fühlt sich übrigens so toll an. Jetzt kommt dieses wunderschöne Handtuch wieder zurück. So wird sie auch keinen Verdacht schöpfen. Aber das Handtuch an sich ist noch nicht genug. Ich gebe einfach noch ein bisschen rote Farbe in diesen Duschkopf hier. Das muss sie dann so richtig erschrecken. Alles hat funktioniert und das Beste ist, dass ich keine Spuren hinterlassen habe. Diese blutige Dusche wird die absolute Überraschung für sie sein. Ah, ich habe noch eine brillante Idee. Ich werde einfach eine gruselige Seifennachricht auf dem Spiegel hinterlassen. Wie wär's denn mit etwas wie "Ich beobachte dich"? Das klingt ganz schön gruselig. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Susie auf diese Streiche reagieren wird. Es wird Zeit, dass ich mich dusche. Ich werde mich entspannen. Hä, was stimmt mit diesem Wasser nicht? Oh, das ist wieder so ein Streich, oder? Hä? Woher kommen diese Abdrücke auf meinem Handtuch? Was heißt das denn? Jemand beobachtet mich. Ich zieh weg hier. Hallo zusammen. Ich verspreche euch was mega Interessantes. Lasst uns Emma und Miranda hierher holen. Jetzt sind wir definitiv bereit. Emma, lass uns anfangen. Okay, wie du meinst. Ich habe bereits einen Knopf ausgewählt. Fantastisch. Dahinter verbirgt sich nämlich etwas Scharfes. Für Chilischoten. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dir gefallen werden, aber es wird auf jeden Fall spannend. Was zum Teufel ist das denn? Oh nein, Chilischoten. Schluss damit. Die wollte ich nicht. Was soll ich jetzt tun? Keine Ahnung. Probier sie einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber ich habe wohl keine andere Möglichkeit. Oh Mann, ich spüre schon, es wird ganz schön heiß hier. Wie auch immer, du hast es geschafft. Gut gemacht. Miranda, wie geht's dir? Ich habe mir auch schon einen Knopf ausgewählt. Deine Entschlossenheit freut mich. Ich denke, du hast eine Belohnung verdient. Wie wäre es denn mit etwas Schokolade? Sieht ganz schön appetitlich aus. Davon will ich gleich was probieren.
Okay, genug Zeit verschwendet. Die Schokolade gehört dir. Oh, mein Kopf, was ist das denn? Wow, Schokolade. Was für eine schöne Überraschung. Ich habe die richtige Wahl getroffen. Ach du meine Güte, wieso ist es so heiß hier? Wow, das Thermometer ist aus dem Ruder gelaufen. Sogar die Schokolade beginnt zu schmelzen. Was ist denn hier los? Wir müssten wohl die Klimaanlage anwerfen. Miranda, das ist übrigens auch für dich. Was zum Teufel ist das denn? Das sieht gar nicht nach Schokolade aus. Meine Augen. Ich kann nichts sehen. Oh, das scheint dir wohl nicht gefallen zu haben. Du sagst es. Ach so, das ist alles Emmas Schuld. Hier ist ja Feuer und Flamme. Ich muss dringend was tun. Ach ja, ich hatte hier irgendwo einen Eimer Wasser. Das reicht, um das Feuer zu löschen. Wasser, endlich! Juhu! Das fühlt sich gut an. Ich fühle mich viel besser. Na, die Runde ist gerade noch mal gut gegangen. Es wird Zeit für die zweite Runde. Miranda, lass uns beginnen. Gerne. Erledigt. Dein Mut erstaunt mich immer wieder. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Schönheitsgadgets hier machen soll. Ich hoffe, du findest es heraus. Das ist ja cooles Zeug. Fantastisch. Hier gibt's noch mehr. Gib mir mehr und mehr. Oh, wow, das ist doch eine Schminkkiste. Oh, ich liebe diese Lidschatten. Unglaublich. Und einen Pinsel gibt's auch noch dazu. Ich will doch gleich anfangen, ein richtiges Meisterwerk aus meinem Gesicht zu machen. Nun, ich lass dich in Ruhe und geh zu Emma. Na, Emma, wie geht's dir? So weit, so gut. Ich habe mich bereits entschieden. Das ist großartig. Ich bin froh, dass wir ohne Verzögerung weitermachen können. Außerdem gibt's für dich leckeres Eis am Stiel. Es ist bereits unterwegs. Warum ist es hier so kalt? Was ist das denn? Eis? Wow, das ist Eis am Stiel. Ich liebe es. Ich bin so froh, so viel davon zu bekommen. Ich bin bereit, einfach alles aufzuessen. Das ist unglaublich gut. Ich danke dir. Ich kann gar nicht aufhören. Es macht mich süchtig. Hey, you. Oh, Emma, du solltest ein bisschen vorsichtiger essen. Wer zum Teufel braucht schon Manieren, wenn es Eis am Stiel gibt? Oh Mann, es wird ganz schön kalt hier. Hey, gibt's hier vielleicht eine Heizung? Ich muss einen anderen Knopf drücken. Was machst du da, Emma? Mit diesem Tempo machst du hier alles kaputt. Miranda, beeil dich. Was ist hier los? Oh, ein Föhn. Kann ich ihn mir kurz ausleihen? Ja, aber wozu? Alle Fragen später. Ich muss Emma aufwärmen. Oh, ich kann mich wieder bewegen. Großartig. Ich danke dir vielmals. Oh, mein Eis ist geschmolzen. Och, Menno. Du bist unverbesserlich, Emma. Du denkst immer nur an Essen. Kannst du mir den Föhn bitte zurückgeben? Ich sehe, ihr seid bereit zur nächsten Runde. Lasst uns nicht zögern. Ich drück auf den Knopf. Los geht's. Ganz wie du meinst, Miranda. Ich will nicht mit dir streiten. Bevor wir anfangen, müssen wir unsere Schutzanzüge anziehen. Ja, das wirst du benötigen. In Ordnung, wie du meinst. So ist großartig. Jetzt können wir anfangen. Oh Mann, diese Ziegelsteine hier sind für dich. Ich kann die kaum heben. Aua, das hat wehgetan. Sorry. Das ist aus Versehen passiert. Ach ja, der Rest gehört dir auch noch. Hör auf, ich sehe bereits Sterne vor den Augen. Ziegelsteine, was soll ich damit anfangen? Du kannst dir Zement und eine Kelle nehmen und etwas bauen. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Ich habe noch nie was gebaut. Ich weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Das sieht nicht gerade toll aus. Aber ich habe eine Möglichkeit, meine Fantasie ausleben zu können. Auf geht's. Ich bin mir sicher, das wird ein grandioses Bauwerk. Ich fange einfach an. Großartig, das ist so aufregend. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass du schreien würdest. Bin ich jetzt endlich dran?
Okay, ich drück einfach mal diesen Knopf. Gut gemacht, Emma. Ich habe auch schon etwas Interessantes für dich. Komm näher, schnell und jetzt entladen. Los geht's. Was zum Teufel ist das denn? Das fühlt sich gar nicht gut an. Als hätte ich eine Tonne Sand unterm Hemd. Das hast du gut gemacht. Wir sehen uns. Jetzt kriegt Emma noch etwas Werkzeug von mir. Was soll ich damit machen? Das wirst du gleich herausfinden. Ach so. Ein Eimer, eine Schaufel. Alles klar. Ich werde einfach im Sandkasten spielen. Danke, das macht voll viel Spaß. Ich sehe, es gefällt dir. Oh ja, schau mal, das sieht doch toll aus, oder? Wow, ein echtes Schloss. Sieht absolut fantastisch aus. Hä, was ist das denn? Na, was sagst du zu meiner Konstruktion? Ich habe mein Bestes gegeben. Das muss ich mir genauer ansehen. Das war's, ich bin fertig. Ich glaube, ein Ziegelstein ist hier fehl am Platz. Was hast du angerichtet? Gleich wird alles zusammenbrechen. Oh, sorry, ich wollte doch nur helfen. Na, vielen Dank. Wie blöd von mir. Hier kommt die geliebte Schule. Na, endlich sind wir umgezogen. Aber was ist das denn für ein Albtraum? Das sind ja eklige Kakerlaken. Und alles ist kaputt. Ich will hier nicht wohnen. Schau dir diese riesigen Kakerlaken an, die auf meinem Bett herumkrabbeln. Ich glaube, ich weiß, was ich tun kann. Ich werde mir einfach neue Möbel bestellen. Ich werde mir so ein Zimmer machen. Schau dir das an, Wednesday. Gefällt's dir? Oh, ist das grell. Ich werde doch blind. Oh, nimm das bloß weg. Mein Zimmer wird so aussehen. Das ist doch voll langweilig und düster. Nein, das ist stilvoll. Ich werde mir eine Menge cooler Sachen kaufen. Oh, da klingelt jemand an der Tür. Ich gehe ran. Ich wette, das ist meine Bestellung. Bitte komm rein. Oh, meine Regale. Guten Tag, kommen Sie hier entlang. Oh, ich bin so glücklich. Was für ein wunderschönes weißes Regal. Ich kann hier so viel Zeug reinstecken. Das Bett für Mademoiselle ist fertig. Die Spielsachen sind auch aufgeräumt. Der letzte Schliff. Und hier noch die Fische. Und dieses Bild aufhängen. Die Kissen. Fertig. Super, danke schön. Tschüss, ihr seid großartige Meister. Jetzt ist das ein wunderschönes Zimmer. Ich bin so glücklich. Oh, hör endlich auf damit. Ich bin unterwegs in die Welt von Farben und Schönheit. Ich werde alles selber machen. Oh, was für ein schönes Kissen. Was macht sie denn da? Ich muss das Gebiet abstecken. Erledigt. Was ist das? Mein Gebiet nicht betreten. Eiskaltes Händchen, bring mir die Kiste. Beeil dich, ich habe eine Menge Arbeit vor mir. Na endlich. Der Deckel kommt weg. Was haben wir hier? Schwarze Bretter, was wir brauchen. Wo kommt dieser Lärm her? Das werfe ich erstmal hier hin. Ich brauche das hier. Händchen, steig in die Kiste und hol den Bohrer. Na komm schon. Ich werde hier alles bohren. Aha, und nochmal. Na also. Ich bin ein echter Handwerker. Hey, gib mir bitte den Hefter. Dankeschön. Ich mache mir einen Baldachin über dem Bett. Das dauert nur ein paar Minuten. Genial. Und jetzt Dekoration. Ich nehme mir etwas Pappe und klebe sie an die Wand. Außerdem nehme ich mir eine Lampe. Die klebe ich auch an die Wand. Händchen. Na, komm schon. Na, was machst du denn da? Steckst du etwa fest? Händchen, stimmt alles? Okay, ich schaff das selber. Hier, geh mal spazieren. Ich hol mir etwas Kunststoff. Und kleb ihn hier hin. Genauso wollte ich es. Wunderschön, weiche Wand. Jetzt nur noch das letzte Stück. Irgendetwas fehlt hier. Hey, Händchen. Ah, das hast du dir gut überlegt.
Ich brauche diese Farbdose. Oh ja, jetzt sieht das wunderschön aus. Hilf mir bitte, die Wand zu streichen. Ich muss nur noch die Vorhänge aufhängen. Und mein wunderschönes, düsteres, leuchtendes Zimmer ist fertig. Oh, das sieht ja richtig gruselig aus. Noch ein bisschen Dekoration. Schöne schwarze Sachen. Und ein Globus. Und hier kommt meine düstere Schaukel drauf. Einfach nur genial. Gefällt mir. Was sind das denn für schreckliche Geräusche? Oh, Wednesday spielt schon wieder. Na gut, dann hole ich mir eben mein Mikrofon und meinen Lautsprecher. Ah, mein wunderschönes rosa Mikrofon. Jetzt werde ich mein Lieblingslied singen. Es funktioniert. La 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 la. Was macht die denn da? Ich weiß, wie ich das beseitigen kann. Ich liebe die Musik. Wieso ist das Licht ausgegangen? Was ist passiert? Ich tanze meinen Lieblingstanz, meinen Düstertanz. Ah, das ist der Grund. Na gut, warte mal einen Moment. Hä? Schon wieder ist das Licht an? Ja, so gefällt's mir. Hey, eiskaltes Händchen, komm mal her. Wir müssen was dagegen tun. Was? Hey, nein, fass den Hebel nicht an. Ich lass das nicht zu. Lass los, Händchen. Lass ihn in Ruhe, bitte. Nein! Oh nein, er wird doch gleich ertrinken. Oh, ich bitte dich, bloß nicht schreien. Wir müssen ihn retten. Er ist ertrunken. Jetzt keine Panik. Es geht ihm gut. Siehst du? Oh, es freut mich so sehr, dass es ihm gut geht. Jetzt sind meine Hände nass. Oh, was für ein toller Zauberwürfel. Und ich habe es geschafft, ihn zusammenzusetzen. Aber jetzt habe ich Hunger. Ich glaube, ich bestelle mir was Leckeres. Okay. Super, es wird bald hier sein. Oh, da sind die ja schon. Ja, hier ist meine Bestellung. Hallo, kommen Sie rein. Bitte stellen Sie meinen Kühlschrank hier hin. Auf Wiedersehen. Oh, du bist ja süß. Mal sehen, was da drin ist. Oh ja, alles, was ich bestellt habe. Oh, das sind meine Lieblingsgummibärchen. Die schmecken ja gut. Mega lecker. Ich liebe es. Ich bin auch hungrig. Händchen, ich will was essen. Bring mir was. Was schleppst du denn da? Was ist das denn? Ich hoffe, das ist Tomatensaft. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und was ist das? Oh ja, genau das Richtige. Lecker schmecker Glotzer. Ich liebe die Dinger. Ich habe mir was überlegt. Ich werde Annett einen Streich spielen. Hey, Annett. Oh, voll lecker. Was ist denn? Ach, du meine Güte. Schau mal, ich esse meine Augen. Ah, Wednesday, was ist mit dir los? Gleich werde ich deine Augen essen. Du machst mir doch Angst. Ja, ich habe dir nur einen Scherz gespielt. Ja, wie auch immer, das war nicht lustig. Ich werde meine Gummibärchen aufessen. Yeah, hier habe ich alles für eine Disco. Die Disco-Kugel ist so cool. Ich werde bis zum Morgen tanzen. Boah, so viel Licht. Dich werde ich hier aufhängen. Einfach nur toll. Und das ist meine wunderschöne Lampe. Hier hänge ich noch ein paar Lampen auf. Und jetzt kann ich das alles einschalten. Yeah, ich mache eine super Disco. Jetzt muss ich meine Freunde anrufen. Hallo Leute, schaut mal. Ich schmeiß hier eine Party. Ihr müsst unbedingt vorbeikommen. Ah, da sind die ja schon. Ich mache die Tür auf. Schaut doch nur, wie schön es hier aussieht. Gefällt's euch? Hier habe ich eine Disco-Kugel. Oh, super. Wir müssen ein Foto machen. Und noch ein Selfie.
Yeah, das macht voll viel Spaß. Wir tanzen bis zum Umfallen. Was ist denn da draußen los? Das ist voll beängstigend. Aber lass uns einen Blick drauf werfen. Was wartet denn da auf uns? Was wollt ihr denn? Ah, das ist ein Geist! Nicht wie weg hier! Ich bleib lieber hier. Ich hätte mir das nicht ansehen sollen. Ich habe hier einen Spiegel und einen coolen rosa Lippenstift. Gleich werde ich mich schminken. Jetzt sehe ich noch viel hübscher aus. Hey, was machst du denn da? Ah, du spielst? Oh, geht's dir gut? Gehst du jetzt nach Hause? Na gut. Ich muss meinen Roman bis zum Abgabetermin fertigstellen. Es ist nicht mehr viel übrig. Nur noch ein paar Kapitel und dann kann ich ihn an den Verlag schicken. Eiskaltes Händchen, lass mich los. Na, was willst du denn? Please. Lass mich mal schauen. Nein, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Mach eine Fliege, geh spazieren. Ah, was für tolle, bunte Lidschatten. Hä, was ist das denn? Händchen, was ist passiert? Sie hat dich rausgeschmissen? Hey, hör auf! Lass meine Haare los! Oh, wieso kann ich mich nicht einfach konzentrieren? Wollt ihr mich etwa ablenken? Na, warte. Komm mal her, du Kleiner. Hey, du Schlingel. Ich werde dich in diesen Käfig stecken. Ach, du Armer. Komm schon, bitte lass ihn raus. Er ist doch voll süß. Komm mal her, ich werde dich rauslassen. Hey! Lass uns nicht mehr streiten, okay? High five! Yes! Mach's gut! Ich bin froh, vielen Dank. Lass mich. Wednesday, du bist so ein Schatz. Dankeschön. Was möchte denn meine Enkelin? Ich möchte so ein Eis. Ach, ich kenne so ein Rezept. Das ist frittiertes Eis. Um das Eis in die richtige Konsistenz zu bringen, muss zuerst alles zerkleinert werden. Ach, das ist ja ganz einfach. Großmutter, das können wir auch. Bam, 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 bam. Ganz einfach. Oh, Vorsicht mit den Messern, junge Dame. Und wirf das Essen nicht in der Küche herum. Okay. Das passiert, wenn Amateure einen Auftrag übernehmen. Nein, das geht ja gar nicht. Ich muss ein anderes Rezept übernehmen. Okay. Milch und Sahne auf eine ebene Fläche gießen. Beliebige Beeren zerkleinern. Ich mag Erdbeeren. Und die füge ich jetzt zur Milchbasis hinzu. Jetzt schön zerkleinern. Und wenn die Masse ausgehärtet ist, können wir Stücke abschneiden. Alles klar, aufrollen, das kann ich auch. Keine große Sache. Und hier kommt noch ein bisschen Schlagsahne mit hinzu. Und natürlich noch ein paar Skittles. Und eine Zuckerpfeife. Und was weiß ich noch. Ja, die Oma schafft das auch. Schöne Rechtecke ausschneiden. Awesome! Und etwas Erdbeersoße drüber geben. Oma, du machst das total falsch. Aber die Soße könnte ich noch gebrauchen. Und natürlich noch ein paar Gummibärchen. Und noch ein paar Beeren. Erdbeeren und ein Blaubeeren. Und da kommen noch Streusel drüber. Tada! Perfekt! Awesome. Ach, was für ein Schreck. Schau, so geht das. Man muss das Eis mit Zitronenschale dekorieren. Und der saure Geschmack der Zitrone passt perfekt zur Süße der Eiscreme. Aus den Zitronenschalen kann man außerdem noch eine ungewöhnliche Dekoration machen. Yes! Da kommt noch etwas Eis mit rein. Wow! Und zum Servieren brauche ich noch natürlich etwas Trockeneis. Schaut euch diesen wunderbaren Dampf an. Wunderbar, nicht wahr? Was für ein Prachtexemplar von der Chefköchin. Eine unglaubliche Portion. Die Großmutter hat sich aber auch Mühe gegeben. Und das Eis der Schwester sieht spektakulär aus.
Mal sehen, was der kleinen Gloria am besten schmecken wird. Zuerst probiere ich das hier. Erdbeer mit Sahne. Richtig gut. Oh, was für ein Nebel. Was ist denn da drin? Genau das, was ich wollte. Ach, viel zu viel Nebel. Das ist viel zu sauer. Das sieht ganz schön komisch aus. Schmeckt auch nicht besonders gut. Ich wähle dieses Eis hier. Ja, yeah, das ist meins. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Oma, die Gloria hat schon wieder Hunger. Diesmal wünsche ich mir einen Lutscher. Der soll schön bunt sein und am Stiel. Ja, alles klar, das können wir schaffen. Ich mache das so, wie ich es auch mein ganzes Leben lang gemacht habe. Zuerst müssen wir das Karamell kochen. Etwas Zucker kommt eben ins Wasser und ständig umrühren. Seltsames Rezept. Kann ich das wiederholen? Also Wasser mit Zucker. Okay. Oh. Awesome. Zuerst muss ich die Temperatur des Karamells prüfen, bevor ich das in die Formen gieße. Perfekt. Jetzt kommt das Karamell in die Formen. Und natürlich ein paar Regenbogentöne hinzufügen. Die werden Gloria gefallen. Eindeutig. Das hätte ich ja fast vergessen. Es muss ja ein bunter Lutscher sein. Ich werde einen natürlichen Farbstoff verwenden. Wow, Oma, du bist voll stark. Oh ja, ich kann eben vieles. So, das Karamell kommt jetzt in die Förmchen. Und die Stäbchen nicht vergessen. So, das Karamell ist fast gefroren. Jetzt bauen wir den Lutscher zusammen. Ach du meine Güte, sieht ja toll aus. Ich lege all diese Karamellwürstchen zusammen und drehe sie einmal ein. Das wird mein Lolli. Wunderbar. Der perfekte Lolli. Wow. Unglaublich. Hä? Riecht nach was Verbranntem. Das ist ja mein Karamell. Es ist verbrannt. Enkelin, du bist so tollpatschig. Was soll ich denn tun? Okay, kneten kann ich auch. Bingo. Ich benutze einfach bunte Knete. Daraus mache ich solche bunten Würstchen. Und daraus mache ich dann eben ein Bündel. Genauso wie es die Chefköchin gemacht hat. Ein wunderschöner Regenbogenlutscher. Sieht gar nicht schlecht aus. Wir sind fertig. Was wird wohl die Gloria auswählen? Die Knete von der Schwester? Oder diesen riesengroßen Lutscher der Köchin? Ich möchte gleich alles. Sieht ganz schön normal aus. Was für ein merkwürdiger Geschmack. Probieren wir mal das hier. Riecht etwa nach Knete? Das ist ja Knete. Boah, das ist doch voll gemein von dir. Was für eine Schönheit. Richtig süß und richtig toll. Dieser Lutscher hat gewonnen. Ja, habe ich doch gewusst. Und diesmal wünsche ich mir Chips. Ah, die sind nicht schwer zuzubereiten. Schwester Jane, die Köchin und die Oma sind schon bereit. So, erstmal die Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden. Hey, so ein Ding habe ich nicht. Womit soll ich denn die Kartoffeln schneiden? Ich muss was Passendes finden. Was könnte das sein? Ha, ich nehme einfach diesen seltsamen Kamm hier. Ach du meine Güte. Na, wieso denn nicht? Solange ich damit was schneiden kann? Nein, Jane. Schöne Chips. Werden so gemacht. Schaut euch diese wunderbare Maschine an. Einfach die Kartoffel aufspießen und in kleine Spiralen schneiden. Ach, was für eine Angeberin. Ich mache das auf die altmodische Art. Jetzt kommen die Kartoffeln in die Bratpfanne.
sie wollte doch Chips und keine Pommes frites. Meine Spiralen kommen in die Fritteuse. Fritteuse? Will ich auch. Endlich ist alles bereit. Was hier noch bleibt, ist servieren. Mit Paprika und Salz natürlich. Die Oma ist auch fertig. Also, bei mir fehlt nur noch Ketchup. Noch ein bisschen Salz? Hier, Enkelin. Come on! Großmutters Pommes duften gut. Die Chips der Schwester sehen gut aus. Und die Chips von der Chefköchin sind einfach nur wunderbar. Womit soll ich anfangen? Was ist das denn? So viel Ketchup. Muss wohl Jane gemacht haben. Die mag Ketchup. Oh, ganz in Ordnung, kann man essen. Sind das etwa Bratkartoffeln? Das wollte ich doch gar nicht. Wow, die sehen ja toll aus. Schmecken einfach fantastisch. Köstlich. Ich wähle diese Chips hier. Ja, ich habe gewonnen. Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Wacht auf. Es wird Zeit für eine neue Barada-Challenge. Nein, lasst uns raus. Was soll das? Hey, Mia, schau mal. Das sind ja verschiedene Schlösser. 1, 2, 3, 4, 7 Stück. Au! Oh mein Gott. Was war das denn? Lass mal überprüfen. Denkst du, wir sollen am Seil ziehen? Na los. Frag mich, was da drin ist. Wow, das sind ja Skittles. Ein ganzer Eimer voller Süßigkeiten. Oh, ist ja gut. Come on! Mia, zieh an deinem Eimer. Lass mal herausfinden, was da drin ist. No! Oh nein, ich dachte, das wären auch Süßigkeiten. Oh mein Gott. Aha, siehst du lustig aus. Du bist voller Farbe. What? Ja, ich habe was gefunden. Marie, schau mal. Das ist ein Schlüssel. Ich frage mich, zu welchem Schloss er passt. Aha, zu dem wohl. Ja, das erste Schloss ist offen. Okay. Oh, es hat sich schon wieder was verändert. Wir müssen herausfinden, was da drin ist. Schnick, schnack, schnuck. Puh, du darfst anfangen. Okay. Na gut, mal sehen. Was ist das? Das sind ja Würmer. Beruhig dich, Mia. Die werden dich schon nicht auffressen. Du musst nur den Schlüssel rausholen. Oh nein, was soll das? Voll eklig. Hä? Was ist das denn? Das ist doch gar kein Schlüssel. Ach so, das ist der Code für das zweite Schloss. Siehst du, wir haben es geöffnet. Wir haben es geschafft. Was erwartet uns als nächstes? Schau mal, das ist eine Schachtel, aus der Strohhalme rausgucken. Yummy. Ich will das nicht trinken. Okay, dann fange ich an. Oh, wie eklig. Ich kann das nicht trinken. Du bist dran, Marie. Wow, das ist richtig gut. Ich will mehr davon. Was ist denn? Kannst du vielleicht deiner Freundin ein bisschen was geben? Nein. Das war richtig gut. Aber da war kein Schlüssel drin. Oh nein, das heißt, der Schlüssel ist in meinem Glas. Ich tue das nur, um uns zu befreien. Da ist der Schlüssel. Ich habe ihn gefunden. Beeilen wir uns. Wir müssen das dritte Schloss öffnen. Wow, wir sind so ein gutes Team. Hä? Was ist es diesmal? Machst du den Safe auf? Nein. Okay, dann fange ich an. Oh, das ist ja ein Schokomuffin mit Nüssen. Oh, ist das lecker? What? Hey, Mia. Na gut, jetzt bin ich dran. Wow, was ist das denn für ein Blaster? Ich frage mich, was er bewirkt. Hey, sei bloß vorsichtig damit. Ist ja gut. Hier, kannst du haben. Hä, wie funktioniert das? Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Öffne den nächsten Safe. Mal sehen. Ah, das ist ein stinkendes Stück Käse. Mir wird übel davon. Ah, ich weiß, was wir da tun können. Oh, wow, ein Regenbogenkuchen.
Schau dir das nur an. So ein Stück esse ich gerne. Voll lecker. Gibst du mir auch was? Natürlich. Hier, kannst die Hälfte haben. Oh Mann, wie lecker. What? Aua. Was ist mit dir los? Erstickst du? Ich werde dir helfen. Ah, das ist der Schlüssel, Mia. Yeah, beeilen wir uns. Großartig, wir haben es geschafft. Oh, schon wieder. Schauen wir mal. Bingo. Ene, mene, miste, es krabbelt in der Kiste. Na los, Marie, fang an. Oh nein, was ist das denn? Das sind Mäuse, Mia. Ich habe Angst vor Mäusen. Okay, ich muss ausatmen. Ich muss mich beruhigen. Okay, ich habe den Code gefunden. Mal wieder ein Code. Den geben wir ein. Yeah, das war einfacher, als wir gedacht haben. Und weiter. Schon wieder Strohhalme. Yummy. Hoffentlich krieg ich diesmal was Leckeres. Probieren wir mal. Wow, das ist ja Cola. Ich liebe Cola. Yummy. Aber da scheint nichts drin gewesen zu sein. No. Okay. Jetzt bin ich dran. Oh, was für eine Abscheulichkeit. Ich kann das nicht trinken. Moment, ich glaube, wir brauchen unser Zauberblaster. Jetzt muss da sicher was Leckeres drin sein. Ich glaube an dich. Mh, ein köstlicher Schokomilkshake. Na? Nichts? Ah, war nur ein Scherz. Hier ist der Schlüssel. Marie, darf ich mal? Natürlich. Und die nächste Aufgabe kommt in 3, 2, 1. Los geht's. Oh, wow. Du darfst als Erste öffnen. Nein, du bist dran. Okay, was haben wir hier? Ah, was soll das? Jetzt bin ich voll dreckig. Ah, wie siehst du denn aus? Jetzt bist du dran. Na gut, mal sehen. Nein! Ah, dieses Blau steht dir sogar. Oh, blöde Farbe. Jetzt bist du wieder dran. Hör auf zu lachen. Nee, lass uns abzählen. Gleichstand. Also tun wir es zusammen. Da ist der Schlüssel. Hurra, wir sind wieder frei. Herzlichen Glückwunsch. Das war der letzte Schlüssel. Lass uns sofort gehen. Willkommen bei unserer Künstler-Challenge. Den Schokobrunnen gewinnt diejenige, die ihn am besten malt. Okay. Wenn ihr einverstanden seid, dann kann es losgehen. Aber ihr malt ohne Hände. Eure Minute läuft ab jetzt. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob ich das schaffen kann. Weil diese Loser haben eh keine Chance gegen mich. Jetzt sei mal nicht so voreilig. Ich bin mir sicher, ich werde gewinnen. Ich mal einfach viel zu gut. Das kannst du vergessen. Ich mag mein Bild noch nicht wirklich. No. Vielleicht muss ich bloß die Taktik ändern. Ich nehme mir einfach den Filzstift. Genau. So ist es gut. Wow, ich will auch mit dem Filzstift malen. Du kriegst den nicht mal auf. Da gibt's nichts zu lachen. Was soll ich tun? Die anderen sind voll gut. Macht nichts. Ich kann einfach die Bilder der anderen zerstören. Dafür brauche ich eine Feder. Was hast du angerichtet? Mein Bild ist ruiniert. Ups, Pech gehabt. Freu dich nicht zu früh. Dein Bild ist auch ausgeliefert. Hier wird das Lachen noch vergehen. Das geschieht dir zu Recht. Nein, das reicht. Chelsea, was freust du dich? Dein Bild wird das auch nicht überleben. Ich weiß nicht.
Mädels, eure Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Mensch, es ist gerade noch mal gut gegangen. What? Na, was habt ihr geschafft? Was soll das denn sein? Ein Schokobrunnen? Ich bitte euch. Samantha, dein Bild gefällt mir auch nicht. Hat sich denn jemand Mühe gegeben? Ich. Nun, das ist besser als der Rest. Okay. Also gewinnt diese Runde Chelsea. Wow! Ah, ich habe mir am meisten Mühe gegeben. Oh. Denkst du etwa, wir lassen dich in Ruhe die Schokolade trinken? Von wegen, unsere Strohhalme sind schon bereit. Lecker. Wo ist die Schokolade hin? Awesome. Mit Freunden soll man doch teilen. Ihr Diebe. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Diesmal wird der Preis noch besser sein. Schaut mal, was für ein süßes Hündchen. Wir sind mit ihm Gassi gegangen. Und das ist euer Preis für die Runde. Wer es am besten mal gewinnt es. Viel Glück. Kacke. Ich mal einfach was anderes. Ich muss das schlechteste Bild in meinem Leben machen. Genau, ich mal einfach mit dem Fuß. Sorry, das könnte ein bisschen stinken. Was soll das? Ist das eine Gasattacke? Das war doch bloß mein Fuß. Alle werden sicher was Tolles malen. Ich will mir gar keine Mühe geben. Ich mal einfach irgendetwas. Das wird schon. Oh nein, ich habe den Filzstift verloren. Ich brauche dringend einen anderen. Wie verliere ich heute alles? Ich muss vorsichtiger sein. Was malen die anderen? Eure Zeit ist um. Zeigt mir, was ihr geschafft habt. Das war's schon? Hurra, ich bin bereit. Chelsea, von dir habe ich was Besseres erwartet. Wow, Samantha, das ist fabelhaft. Mary, wieso schläfst du? Ich schlafe nicht. Hier ist mein Bild. Oh je. Das ist ja ein echtes Stück Kacke. Du kriegst den Preis. Wir gratulieren dir. Ein Stück Kacke? Oh Mann. Ich muss das essen. Vielleicht ist das ja ein Prank. Awesome. Tatsächlich, das ist ja Nutella. Die probiert Kacke. Gar nicht, das ist Nutella. Wollt ihr was? Nein, danke. Mädels, seid ihr bereit? Hier kommt die nächste Runde. Diesmal müsst ihr dieses süße Kätzchen malen. Das ist ja so klein und flauschig. Wer am besten malt, kann es haben. Diesmal malt ihr mit Kreide und zwar auf eurem Gesicht. Viel Spaß dabei. Tatsächlich, wer braucht schon Papier? Wenn ich mich selber in eine Miezekatze verwandeln kann. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ich sehe auch wie ein Kätzchen aus. Am besten. Ihr braucht euch keine Mühe zu geben. Gegen mich habt ihr keine Chance. Ich benutze nämlich einen Spiegel. Es ist doch viel zu dämlich, ohne Spiegel zu malen. Yes! Ich habe schon so gut wie gewonnen. What? Chelsea ist richtig schlecht in Malen. Harry? Wow. Aber der Spiegel verstößt gegen die Regeln. Was fällt dir ein? Schau mal, was sich Chelsea erlaubt. Ja, das ist voll unfair. Wir müssen ihr eine Lektion erteilen. Nein, tut das nicht. Ich habe doch schon fast gewonnen. Wenn Samantha sich auch weiter so gut schminkt,
habe ich auch keine Chance. Was? Ich muss ihr Make-up ruinieren. Samantha, du hast dich da dreckig gemacht. Wo, wo? Sag es mir. Ich helfe dir gleich. So ist gut. Oh, vielen Dank. Mädels, zeigt mir eure Katzengesichter. Come on! Mary, du hast dir ja gar keine Mühe gegeben. Kleiner, schau nicht hin. Samantha, hast du schon mal eine Katze gesehen? Du siehst wie ein Pirat aus. Ein Pirat? Ach, du. Jetzt ist doch wohl klar, wer gewonnen hat, nicht wahr? Sieht so aus, als hätte Chelsea gewonnen. Hier bekommst du den Kleinen. Oh je, Atschi. Sag bloß, dass ich wieder eine Katzenallergie habe. Das macht nichts. Wir geben den Kleinen ein neues Zuhause. Mary und ich. Ups, nein, das gehört mir. Er hat erstmal gesund. Ich sehe, ihr habt euren Spaß. Das ist unser nächster Preis. Diesmal gibt es diesen Fisch zu gewinnen. Den malt ihr mit verschiedenen Soßen. Das wird nicht einfach, aber ich bin mir sicher, ihr könnt das schaffen. Die Zeit läuft. Das ist super. Mit Soßen malen macht nicht nur Spaß, das schmeckt auch noch. Hey, was tust du? Du müllst mich voll. Sorry, das wollte ich nicht. Okay, ist gut. Das muss ja irgendwie Spaß machen. Die Soßen sind voll bunt. Sieht cool aus. Ich habe noch nie mit Ketchup gemalt. Awesome! Hm, diese Käsesoße ist so gelb. Ich fange damit an. Das war's auch schon. Macht nichts. Ich mach mit einer anderen Soße weiter. Wow, ich hätte nie gedacht, dass das so viel Spaß machen könnte. Oh Mann, alle machen das voll gut. Ich muss Gas geben. Ich will auch gut malen. Ja, voll lecker. Ich habe keine Lust zu malen. Ich will die Dinger essen. Hä? Wer isst denn schon Soßen ohne alles? Du hast doch keine Ahnung. Das ist mega lecker. Mag sein, aber ich mag es mehr zu malen. Oh nein, bloß nicht das. Ein Bild ist dahin. Wie konnte das passieren? Nein, ich habe alles aufgegessen. Womit soll ich malen? Macht nichts. Ich klau mir einfach Samanthas Bild. Eure Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Ja, ich nehme mir so lange das schönste Bild. Mary, heute ist eindeutig nicht dein Tag. Das Bild ist so lala. No. Das von Chelsea gefällt mir gut. Gut gemacht. Samantha, was hast du so lange gemacht? Dachtest du wohl, du kannst einfach aussetzen in der Runde? Ups. Weißt du was? Dafür bekommst du diesen riesigen Fisch hier. Alles nur wegen Chelsea. So viel rohen Fisch schaffe ich doch nie im Leben. Ich habe eine Idee. Ich bereite den Fisch einfach zu. Come on! Das ist eine gute Idee. Ich brauche nur einen Gasbrenner. Oh, Chelsea, sorry. Das wollte ich nicht. Steht dir. Ihr könnt mich mal. Jetzt brate ich meinen Fisch. Das wird sicher lecker. Wow. Ihr könnt mir guten Appetit wünschen. Wow.
Lecker, Schmecker.